Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Ich brauche keine Pinnwand. Doch. So funktioniert das nicht. Doch. Die Pinnwand ist ein Forum für das geschriebene Wort. Nein. Ich will nichts veröffentlichen. Doch. Guck mal, Harvey, eine Pinnwand. Yippie, meine Drittlieblingswände. Gleich nach Vorwänden und Einwänden. Nice. Liebend gern, aber die Pinnnadeln sind alle. Oh, man sieht's ganz leicht. Edna. In diesem Bild hängt Captain Unbrauchbar ein Foto vom Honkmobil ans schwarze Brett im Supermarkt. Ich glaube, der Typ braucht echt ein bisschen Geld. Liebend gern, aber die Pinnnadeln sind alle. Liebend gern. Liebend gern. Ha. Liebend gern. Liebend. 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 Ha. Ja, sind nicht so die exzellenten Animationen, aber ich finde, das geht eigentlich voll klar. Die Tür. Ich habe mal eine Zeit lang beim NDR im Fernseharchiv gearbeitet. Da sah es genau so aus. Und wenn ihr euch wundert, wo halt die ganzen alten Tagesschauen landen, die landen in exakt so einem Raum, der so aussieht. Bis auf, dass sich die ganzen Regale verfahren lassen. Da sind ja noch so Drehräder an den Regalen. Lass nicht hin und her schieben, aber weil ich ja keine Hintergrundanimation habe. Aber sonst sah darum exakt so aus. Mhm. Wenn man sich übrigens den Notizzettel, der links an der Wand klebt, anguckt, steht da drauf, der Mond fällt auf die Erde. Und Edna wundert sich sehr über diesen Notizzettel und findet ihn auch sehr beunruhigend. Dieser Zettel wird nirgendwo weiter erklärt, ist vollkommen losgelöst von allem anderen. Fakt ist, dass dieser Zettel mit meiner Handschrift irgendwann plötzlich neben meinem Bett lag. Ich muss irgendwann nachts nach einem Traum aufgewacht sein und habe das offensichtlich noch im Halbschlaf auf diesen Zettel draufgeschrieben. Der Mond stürzt auf die Erde. Und bin dann irgendwann später, ohne mich tatsächlich an den Traum zu erinnern, nur das grob, dass ich ungefähr das so gewesen sein muss, aufgewacht, habe diesen Zettel gefunden, gelesen. Und Mann, war ich beunruhigt. Der Mond stürzt auf die Erde. Seitdem habe ich auch immer ein bisschen Angst, bei Vollmond rauszugehen. Gruselig. Alles klar. Hier steht, der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Die will ich nicht mitnehmen. Hier steht nämlich, der Mond fällt auf die Erde. Und diese Botschaft kann gerne hier unten im Keller bleiben. Was heißt das? Der Mond fällt auf die Erde. Wer schreibt denn sowas? Gibt's da keine Anleitung zu? Oder Sekundärliteratur? Hier steht, besorgt. Was hältst du davon, Harvey? Der Mond fällt auf die Erde? Unheimlich. Ja, ein bisschen. Von diesem Vorschlag nehme ich einfach mal keine Notiz. Wow, war das ein eigentlich echt geiles Wortspiel. Das würde auch nichts an der Botschaft ändern. Doch, doch, einfach durchstreichen. In diesem Bild klebt Captain Unbrauchbar eine Haftnotiz an den Kühlschrank. Milch ist alle. Bitte nachkaufen. Das klingt nach einer neuen, spannenden Mission für Nützlich Boy. Auf jeden Fall. Von diesem Vorschlag nehme ich einfach mal... Von diesem Vorschlag passt irgendwie mehr zu Poloschläger, weil man damit ja auch schlägt. Das würde... Oh. Ja, aber hatten wir auch schon den Text. Von diesem Vorschlag... Von diesem... Okay. Eine Ansichtskarte aus Vladwakistan. Sieh nur! Der Außenminister hat die Briefmarken mit seinen eigenen Eckzähnen entwertet. Die ist nicht an mich adressiert. Egal. Wie ist das Wetter in Vladwakistan? Meteorologisch mehrdeutig. Postkarten sind eigentlich ziemlich nutzlos.
Eigentlich schon. Was hältst du davon, Harvey? Reisen wir auch nach Vladwakistan? Bitte. Vielleicht, wenn wir hier endlich raus sind. Yippie! Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und was ist mit Erinnerung eine kleine Delle? Nein. Das hatten wir, glaube ich, auch alle schon mal. Wenn ich hier raus bin, schreibe ich Dr. Marcel eine Postkarte aus der Freiheit. Nice. Auf diesem Bild frankiert Nützlich Boy Briefumschläge für eine Presseaussendung. Alter. Es sollte ein Gesetz gegen vorsätzliche Gedächtnislöschung geben. Gibt es denn keines? Weiß nicht. Wenn, dann kann ich mich nicht dran erinnern. So kann ich meine Erinnerung nicht zurückrufen. Ich habe vergessen, mir die Nummer zu notieren. Nice. Ich gebe der Briefmarke ein paar Zusatzzacken. Ich dachte, man darf keine Erinnerung zerstören. Einmal totale Erinnerung, bitte. Die ist leider aus. Aber wenn Sie warten wollen, vielleicht kriegen wir später noch frische Flashbacks rein. Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und was ist mit Erinnerungen mit Spuckekugeln beschießen? Nein. Oh. Achso. Nein, ich möchte nicht noch eine Erinnerung in den muffigen Kleiderschrank des Vergessens hängen. Oh, das klang so deep. Nein, niemand hat das Recht. Und was ist mit Erinnerungen durch geschickten Einsatz verhornter Haut in Einzelteile zerschrauben? Nein. Schade. Das ist eine Anmeldung zur Gruppentherapie. Cool. Oh lol. Wo kriege ich nur diese Unterschrift her? Kannst du nicht lesen? Vom betreuenden Psychologen. Ich bin allergisch gegen Papierkram. Oh. Mit einem Poloschläger kann man nicht schreiben. Doch. Der ruiniert die Handschrift. Egal. Meine eigene Unterschrift ist da wohl nicht viel wert. Soll ich dir ein Tattoo... Oh ja, kannst du... Leider, dein Rücken. Schade. In diesem Bild weint Captain Unbrauchbar-Psychiater. Sicher komme ich mit meiner Autorität als Polizeibeamter in die Therapie. Tja, wenn die Geschichten stimmen, dann ist das sogar unabdingbar. Ich dachte gerade... Ob man sich auch telefonisch anmelden kann? Ich glaube nicht. Hier steht, man braucht die Unterschrift des Betreuers. Ich dachte gerade, wir können endlich die Unterschrift von Dr. Marcel fälschen. Ich brauche keine Therapie. Doch. Ich werde das Formular zerschneiden. Ja, schnipp, schnipp, hurra! Und danach schneiden wir unsere Bauchdecken auf. Yippie! Was? What? Warum zögerst du? Ich glaube, ich behalte das Formular lieber. Ob es in der Gruppentherapie auch Cocktails gibt? Ich glaube, du verwechselst Gruppentherapien mit Stehpartys. Wo ist der Unterschied? In der Gruppentherapie sitzt man. Wow. Wow. Ich brauche keine Therapie. Ich werde das Formular als Spuckekugelmunition verwenden. Genau. Wir spucken auf die Therapie. Und danach spucken wir uns gegenseitig an. Und wir spucken in unsere Spucke und dann lecken wir alles wieder auf. Was ist? Warum zögerst du? Was ist denn? Ich glaube, ich behalte das Formular. Harvey. Also for real. Um zum Therapieraum zu gelangen, muss ich durch das Wäscheliftsystem. Ist das nicht ein wenig widersinnig? Ich habe die Regeln nicht gemacht. Ich widersetze mich ihnen bloß. Also, nee. Ob die in dieser Therapie auch Pflegetipps für Fußnägel geben? Mann, Edna, das ist eine Gruppentherapie. Natürlich unterhält man sich da über Nagelpflege. Ich muss das nochmal hören. Ich brauche keine... Ich werde das Formular... Genau. Wir spucken auf die Therapie. Und danach spucken wir uns gegenseitig an. Und wir spucken in unsere Spucke und dann lecken wir alles wieder auf. Was ist? Was? Ich... What? Eine kompakte Aktenkonsole für Hängeordner. Ich bin auf der Flucht und nicht beim Umzug. Doch. Hallöle, Konsole. Indirekt ja schon. Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, wessen Krankengeschichte gucke ich mir an?
Trockenbecher! Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier? Ein schwarzes Pony. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. What? Und mehr steht hier nicht. Lol. Das ist langweilig. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier? Eine rote Katze. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okay. Trockenbecher will ich als letztes nehmen. Nee, ich nehme Peter als letztes. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Hoti. Erstes Haustier? Eine gelbe Ratte. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als letztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okay. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Droggelbecher. Erstes Haustier? Ein grüner Hund. Grüner Hund? Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Wofür werden wir das brauchen? Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Peter. Erstes Haustier? Ein blauer Goldfisch. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als vorletztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Ah. Nein, ich unterhalte mich nur mit Designermöbeln. Mhm. Wollen wir Akten sortieren spielen, Harvey? Oh, das haben wir früher oft gespielt. Aber ohne Alfred und ohne Rasenmäher macht das keinen Spaß. Wenn ich ihn jemals katalogisiere, dann unter S wie Schmerz. Das ist ein Plan. Die Akten zu katalogisieren überlasse ich lieber den Zwiebeltierchen. Zwiebeltierchen? Sie kommen nachts mit ihrem Schiff angesegelt und nummerieren deine Steuererklärung. Ah, klar. Das erklärt auch, warum dein Vater immer geweint hat, wenn er Post vom Finanzamt bekam. Captain Unbrauchbar braucht keine Akten oder anderen Papierkram. Außer die Tankstellenbons fürs Honkmobil. Die kann er von der Steuer absetzen. Nein, ich habe heute Streifendienst. Diese Akten erinnern mich daran, dass ich meinen Steuerberater noch anrufen muss. Aber Edna, du Schussel, ich bin doch dein Steuerberater. Ach ja? Ja, und ich rate dir, lass diesen öden Kram und mach irgendwas kaputt. Hippie! Nice. Wollen wir Aktenvernichter spielen? Oh ja, Malko. Oh, das war was Neues. Wollen wir Aktenvernichter spielen, Harvey? Oh ja. Mal gucken, was brauchen wir? Ach ja, einen Presslufthammer, eine Schrottpresse. Warte mal. Ich dachte... Eine Kettensäge, eine Tonne Kerosin, Napalm. So, Harvey hat doch schon ein bisschen Spacken. Moment. Hey, da drin war eine viel bessere Cocktailkarte. Ich habe sie ausgetauscht. Auf der hier steht zwar auch nicht mehr drauf, aber sie ist viel hübscher. Wow. Eine kompakte... Ich könnte Stunden damit verbringen, all diese Daten in mich aufzusaugen. Ehrlich? Nein. Warum habe ich das erwartet? Was meinst du, Harvey? Soll ich meinen Kleiderbügel gegen einen Hängerordner tauschen? Träum weiter. Ach, träume ich das gerade hier nicht? Ich dachte nur, weil ich keine Hosen trage und so. Du bist ein Stoffhase. Ich archiviere ihn unter M wie Mineralstoffe. Wir kriegen doch locker irgendein Achievement irgendwann, dafür, dass wir die ganze Zeit hier die Fußnägel irgendwie da reinpacken. Das muss nicht archiviert werden. Es ist noch leer.
Sind das alles Krankenakten? Die ganze Welt muss verrückt geworden sein. Da müsste ich schon wissen, wonach ich suche. Ah, okay. Dann gehen wir wieder raus. Wir merken uns das alles einfach mal, was wir so gehört haben jetzt. Über die ganzen Leute. Sehr gelungen. Ja. Davon kann ich mir noch eine Scheibe abschneiden. Hallo, Dr. Marcel? Sind Sie das? Es wirkt so lebensnah. So lebendig. Ja. Eine Augenweide. Edna, versteck dich! Es ist Dr. Marcel! Beruhige dich, Harf. Es ist nur ein Abbild. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Nein, das... In diesem Bild malt Captain Unbrauchbar Flammen aufs Honkmobil. Oh yeah. Hey. Oh. Und dazu... Verboten gut. Ich bin sprachlos. Nein, das... Ein Prosit dem Künstler. Da bleibt... Ups. Da bleibt mir die Spucke weg. Nein. Ich bin geplättet. Jetzt kommt mir dieses Formular plötzlich wie Papierverschwendung vor. Jo? Nein, das soll... Können wir eigentlich die... Nein, können wir nicht. Gehen wir hier rein. Eigentlich ein sehr hübscher Screen, atmosphärisch mit der Beleuchtung des Ofens, aber im Endeffekt... Irgendwas stört mich daran. Ich finde den Ofen zu altmodisch. Ich glaube, da müsste man eigentlich mal in die Anstalt ein neues Heizungssystem einbauen. Eigentlich müsste da mal ein neues Heizungssystem in die Anstalt. Ja. Ich denke, ich werde mal einen Brief an Dr. Marcel schreiben. Neues Heizungssystem für die Anstalt. Ich glaube, ich weiß, wofür wir das brauchen. Um den Schlüssel herzustellen. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Damit kommen nur... Okay, dann gehen wir mal runter. Ich glaube, hier können wir nicht wirklich was machen. Hier sieht's aus, wie bei Uri Geller unterm Sofa. Ja, eigentlich eine meiner Lieblingsrätselketten. So jeder Step für sich betrachtet, ergibt so scheinbar Sinn oder so auf so Edna-Niveau halt so angemessen Sinn, sage ich mal. Aber wenn man so das große Ganze zusammennimmt, dann kratzt man sich doch im Kopf und denkt, hä? Ist die Sache mit den Löffeln in der ganzen Anstalt, also lange bevor Edna in diesen Screen kommt, ja, dieses Foreshadowing, ich glaube, das finde ich daran so interessant. Langsam bevor Edna in diesen Screen kommt oder überhaupt irgendwie in den größeren Bereich der Anstalt kommt, bereits im ersten Raum wird etabliert, dass heute Wünsch dir was Tag in der Kantine ist. Dann wird halt irgendwie Schritt für Schritt aufgebaut, dass es in der ganzen Anstalt keine Löffel mehr gibt und dass die Leute deswegen halt irgendwie improvisieren müssen. Und hier sehen wir Almo, der halt irgendwie unbedingt mit Löffeln halt seinen Fluchttunnel graben muss, weil es sich einfach gehört, den mit Löffeln zu graben. Beim Barmann wiederum, weil er keinen Löffel gefunden hat, benutzt er eine Schaufel als Löffel. Weil die Insassen schon längst gar nicht mehr wissen, wie richtige Löffel aussehen, hält er auch die Schaufel für einen Löffel. Und ja, wir kriegen zwar die Schaufel recht schnell, aber es ist dann doch im Endeffekt ziemlich schwer, Almo davon zu überzeugen, dass ein adäquater Ersatz für seinen Löffel ist. Deswegen nimmt er diese Schaufel nur sehr widerwillig als Löffelersatz an. Kleiner netter Nebengag ist natürlich, dass halt die verbogenen Löffel, weil Almo halt langsam alle Löffel verbogen hat, halt irgendwie diesen einen schönen kurzen Kommentar von Edna lostreten können. Hier sieht's ja aus wie bei Uri Geller unterm Sofa. Das ist irgendwie einfach schön. Das mit dem Löffel habe ich mir auch schon gedacht. Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Es sind Ex-Löffel. Wer hat euch das angetan? Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Was hältst du von diesen Löffeln, Harvey? Meine sind größer und weniger verbogen. Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Diese Löffel...
Nein. Ach. Captain Unbrauchbar kann Kraft seiner Gedanken die Wahrheit verbiegen. Das kann ich auch. Diese Löffel sind zu nichts. Diese Löffel sind. Diese Löffel. Oh. Diese Löffel. Diese Löffel. Diese Löffel. Diese Löffel. Diese Löffel. Alles klar. Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Lieber nicht. Mit einem Loch im Inventar würde ich meine ganzen tollen Sachen verlieren. Das stimmt allerdings. Hallo? Jemand zu Hause? Huch? Ja? Was gibt es? Wer bist du denn? Mein Name ist Almelio Sanchez di Mubelfrup. Aber die Leute nennen mich meistens Allmächtiger Herrscher. Darf ich dich auch kurz Almo nennen? Wenn dir das lieber ist. Und du bist? Nenn mich Edna. Ist das auch eine Abkürzung? Es steht für ein Dorftrottel namens Almelio. Kapier ich nicht. Was treibst du denn da unten? Wonach sieht das denn aus? Ich grabe einen Tunnel in die Freiheit. Leider bin ich auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Glaubst du nicht, dass es einen besseren Weg hier raus gibt? Vergiss es. Die Vordertür ist gut bewacht. Die Hintertür ist stets verriegelt. Den einzigen Schlüssel hat ein Wächter namens Blasse. Der ist sturer als ein Walfisch. Aber selbst wenn du ihm den Schlüssel abluchsen kannst, was ich nicht glaube, musst du dann immer noch die Mauer oder das Haupttor überwinden. Glaub mir, ein Tunnel ist der schnellste Weg. Viel Glück, ich... Du wirst... War ein... kürzerer Dialog als erwartet. Aber okay. Gut Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.